Dorfgeschichte wird euch jetzt explizit erklärt und ihr dabei manch Neues erfährt. Unser Geschichtslehrer ist jetzt da, zu Latein Magister Historia. Viel Spaß mit Jürgen Stern. Einmal in einer Stadt, die auch noch ein Kloster hat, ein junger Mönch, stramm von Statur, sagte sich, ich bruch Natur, die Bäderei den ganzen Tag, ist ebs, was ich nicht so gern mag, ich muss jetzt nur so nicht beschaffen, aber wenn die andere komisch gaffe. Richo ward der Mönch genannt und wurde bald auch sehr bekannt. Er schnappte sich den Spaten schnell. Ich gründ jetzt mal eine Ortschaft, gell? Das Dorf, es wurde dies war klar, nach ihm benannt, nach ein paar Jahren. 1139 war das nun, weshalb wir das auch feiern tun. Seit 875 Jahren gibt's Reichenbach. Ja, wunderbar. Und Richo, unser großer Held, tat alles nur für ohne Geld. In den Tälern ging's dann weiter, er schwang den Spaten ziemlich heiter. Schwärzenmittel, Sundersbach waren für ihn ne kleine Sache. Im Pfaffenbach, Haigau und Binsmatt machte er die Wälder platt. Ich sage es hier und geb's bekannt, ja, solche Männer braucht das Land. Unser Dorf wuchs Stück für Stück. In Reichenbach herrschte das Glück. Auch eine Kapelle baute man, dass jeder darin beten kann. Es störte uns nur eine Sache. Wir gehörten halt zu Gellenbach. Das fanden wir nicht wirklich toll und hatten bald die Schnauze voll. 1789 im Juli beschlossen wir, jetzt ist's vorbei. Die Französische Revolution machte auch bei uns Station. Frondienste leisten ist nicht schön, das kann bestimmt auch anders gehen. Drum quartierten wir im Salmen ein, protestierten dort ganz ungemein. Und bald darauf, man glaubt es kaum, da wurde wahr der große Traum. 1803 war's an der Zeit, wir feierten Unabhängigkeit. Da half dort draußen kein Geplärr. Jetzt waren wir unser eigener Herr. Auch Brände lohnten sich nicht mehr. Wir kriegten eine Feuerwehr. 1880 war es soweit. Zum Löschen waren wir nun bereit. 1892, ich sag's schnelle, gab's auch eine Musikkapelle. Die Zeit, die ging und Kriege kamen, die uns viele Menschen nahmen. Ihr Opfergang, sind wir uns ehrlich, der war auf jeden Fall entbehrlich. Doch zum Glück war es schnell vorbei mit der Nazi-Tyrannei und unser Dorf wuchs und gedieh. So gab's das bei uns noch nie. Auch flächenmäßig waren wir wer. 27 Quadratkilometer, bitte sehr. Da könnte man, ich muss jetzt necken, Städtle in der Moos verstecken. Im 20. Jahrhundert dann waren Vereinsgründungen dran, MGV und Sportverein, KLJB noch obendrein, die Narrenzunft war bald dabei, auch unsere Wanderer waren so frei, Leichtathletik, Turnen, Spiele, Vereine gab es nun gar viele. Und zum Schluss tue ich jetzt kund, Tennisclub, Hausfrauenbund trugen sich noch obendrein ins Vereinsregister ein. Nur eines brachte uns Verdruss, denn leider kam's, wie's kommen muss. Es gab einen Mann im Schwabenland, Dank dafür. Hans Filbinger war er genannt. Seine Schlauheit war enorm. Er schuf die Gemeindereform und beschloss, wir sind zu klein, um selbstständig noch zu sein.
1975 war das Jahr, per Gesetz wurde es wahr. So kamen wir, welch üble Sache, wieder zurück nach Gängebach. Sauer waren hier alle Leute. Uns hat das nicht sehr gefreut. Doch ganz so schlimm wurde dann nicht diese ganze Eingemeindungsgeschichte. Vergeblich tat man damals Bangen. Die Welt ist doch nicht untergangen. Denn unser Dorf, das bleibt bestehen. Für alle Zeit. Auf Wiedersehen. Ob unser Geschichtslehrer, der Jürgen Stalle, drei vorkräftiges Nari. Jürgen, komm mal. Nari. So sind Sie die Lehrer, gell? Genant. Jürgen. Ja, er ist schon weg.